Du bist eine Potsau. Was machen wir denn nächste Woche? Du kommst dann hier rüber, ne? Und dann rennst du. Also warte, du willst am Season Start das machen? Direkt? Ich weiß nicht, wann Season Start ist. Ich denke immer nur, nächste Woche Januar habe ich wenig eingetragen. Wieso? Aber das ist nicht gut für dich, Tolk. Nee, doch, du stehst einfach früher auf. Du stehst ja früher vor deiner eigenen Realität auf. Also kannst du mich ja coachen. Ja, aber also, ich würde auch durchgrinden. Ja, aber du grindest doch nicht 10 Uhr morgens. So, klar, normalerweise schon. Ich darf wieder LCK-Kurs nehmen. Nee, du hast doch gesagt. Oder wenn ich dich da wieder 4 Stunden anschreiben muss, nicht mehr Challenger spielen muss. Stimmt, du hast recht. Also ist der Grind ja auch weniger wert. True. Die Frage ist doch, wie gut kann ich dich coachen, wenn ich selbst noch nicht so viel weiß, honestly, über die Karte und über die Items und so. Verlange natürlich Recherchearbeit von dir. Ja, ich habe schon viel Champions League geguckt, so ist nicht. Aber ich habe noch nicht selbst, also ich habe PBE irgendwie 7, 6, 8 Games gespielt. Wie ist das mit den Mythic-Items? Sind die jetzt raus? Ja, geil. Das finde ich so gut, dass sie raus sind, ja. Sehr, sehr gut. Man kann einfach alles, du kannst einfach jetzt 4 Infinity Edges kaufen wieder, ne? Also es gibt natürlich immer noch Unique Passives, wo das nicht geht, aber einige Items kannst du wieder stacken, theoretisch. Aber natürlich, Unique Passives werden nicht übernommen. Generell kann man das wirklich sagen, es wird so eine Nostalgie-Season. Weil es sind sehr viele alte Items und alte Effekte zurück und so. Also wirklich, Titanic Hydra, Ravenous, das alte Ludens Tempest, wird jetzt Ludens Companion. Da ist sehr, sehr viel Nostalgie dabei. Zum Beispiel du, Maxim, wirst Titanic Hydra lieben. Das ist wieder so wie früher. Warte mal, weil du es wieder aktiv aktivieren kannst, oder? Genau, du hast den Automatic Reset wieder drauf, was halt auf Shen früher insane war. Und es gibt dir keinen Bonus AD mehr. Einfach nur richtig viel Leben und halt, das ist ja genau das, was Shen braucht. Shen scaled ja nicht mit AD. Also Brand Support traue ich mir nicht mal zu präsentieren, muss ich sagen. Okay. Ich bin schon 2 Camps vor Sejani. Sie ist AFK, sie ist DC, sie ist Action DC. Das ist unsere Chance, Saki. Ja, ich bin gerade am Full Clear, hallo. Sie ist der Full Clear Jungler. So viel Fun, dieses Rand auch zu farmen, honestly. Ich renne jetzt auf den drauf, ne? Ja. Übel weird. Ich bin da. Jetzt kannst du rein, Maxim. Flashhook, was sagst du? Ja, go. Ja, mach einfach. Ich bin da, ich bin da. Okay, ich bin da. Ja. Mach. Ist nicht bad. Ich ghoste. Guter Try. Flashhook, ein Side-Stack predicted. Ja, that's all I have. Kein Damage das leider. Das war schon sehr gut. Ah, ich bin noch nicht best. Ich habe keine Ahnung, wie stark Brand ist, ne? Ich habe gerade überlegt, soll ich hinterher flashen? Oh, ich habe gar nicht verstanden, warum du so viel Reichweite hattest. Ich hab nur Ult gemacht, ne? Ich habe nichts anderes als Ult getroffen. Deswegen habe ich kein Damage gemacht. NIP spielt in Tina. Oh, mein Hex ist schlecht, ich kam wieder zurück. Boah, das ist aber unglücklich. Geil. Boah, aber trotzdem war das wohl der beste Bait EU, glaube ich. Oh, der ist halt tot. Aber er ist Level 6. Ich habe keine Ult. Ich bin da. Hier Ult auf die rauf. Immer easy fighten. What? Ich hole einen Assist. Hup. Den habe ich. Was? Ja, also. Ich gehe schon mal in meine Hexdash-Höhle. Ja, mach das immer. Wie, die ist nicht tot. Oh, sie ist tot. Oh, wieder im Mid-Spot-Lane? Warte, ich kann 900 Gold bekommen. Das ist doch toll gehen. Ist sie tot? Nee. Doch! Wow. Okay. Dumm. Durch dich auch aus der Action avenged mich hier. Mein Essen ist da. Ja. Mittlerweile habe ich so einen festen Hosenspot, wisst ihr? Wenn ich Essen bestelle, habe ich so einen festen Hosenspot. Da muss ich die Hose dann anziehen und dann mache ich die Bestellung entgegen. Oh, finde ich keiner geil, dass du die Tür halt nackt öffnest. Ist bei dir in der Wohnung so warm, dass sich das lohnt? Ach, ich sag mal so, 1000 Euro Heizkosten nachzahlen. 1000 Euro Heizkosten nachzahlen. Ich habe 700 zurückbekommen. Oder 1000 Euro nachzahlen, damit du ohne Hose spielen kannst. Na gut, wenn es dich bufft. Wenn es dich bufft, dann bufft es dich. In Laterne. Töte die andere auch noch. Danke, ich lebe wieder. Ja, aber Akshan ist nicht bei Netz. So, du willst also dem Akshan den Erfolg nicht gönnen, oder? Also, mein Champion ist einfach dumm, I think. Das ist einfach zu viel Damage. Ich gönne dem Erfolg den Akshan schon, aber der hat nur ein Item, was du magst. Ich habe 2, ich bin ein bisschen stärker insgesamt. There's a choice we making. Hörst du gerade Musik oder wie kommst du drauf? Nur manchmal sagt mein Gehirn, sing das jetzt. Das fühle ich actually. Soll ich auch das öfter? Aber ich höre tatsächlich keine Musik im Stream. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen weird. Warum nicht? Ist nicht, da muss man so 2 Spurenscheiße einstellen. Ja, stimmt. Kann nervig sein. Und das war's eigentlich schon. So, ich werde jetzt nur noch beim Staatsfeind Nummer 1 bleiben. Wie in so einem Arena, diesen Bonding. Dürfen wir rein? Scheiße. Ich hab sie nochmal gehittet. She might be dead. Du kleiner Kani-Sau. Was denn? Natürlich Blocks. Du, warum? Du bist so schnell. Bist du recht spielverlust, jetzt mal ehrlich, komm. Du kleine Kani-Sau, Alter. Na gut,
Voll gut, voll gut. Ist, ne? gut wenn Tolkien guck mal, der rächt mich jetzt. Die ist doch voran schon. Die war doch tot. Warum bist du da gestorben, Brücke? Der ist was passiert. ADW mag daneben geflogen sein, du hast aber. Ich hab doch gar nicht getroffen. Ja, aber sie war trotzdem tot an halt meiner Pässe von der Andres. Ich habe Zeit, also es muss ja nicht einen aktiven Part der Pässe proppen. Alter, dein Schaden ist so dumm. Ja, es ist wirklich so OP. Hä, du hast die beide mit der Passive gemacht. Yep. Boah, es ist wirklich sehr, sehr stark. Es ist wirklich sehr, sehr stark. Er ist tot. Hab ich gerade 5 Gold bekommen, weil ich einen Ward geschlagen habe? Ja, für den ersten kriegst du 5 Gold. Oder wenn du ihn pinkst. What the fuck? Soll Leute belohnt werden, Vision zu pinken. Sei, du tankst ihn echt sehr knockig, das gefällt mir. Knorkig? Hast du gerade Knorke gesagt? Knorkig. Ich glaube, ich kann literally um die 5 machen mit Level 17 jetzt hier. Ich laufe auf die rauf, ich drück Ult, es ist unplayable für die. Pass auf, ihr kennt doch, ihr setzt neuen PC auf, stimmt? Ja, ja. Oder Daniel. Und dann ist doch die Problematik, sehr gut, Daniel. Dann ist doch die Problematik, dass man irgendwie an Google Chrome ran muss, stimmt's? Ja, du musst, ja, das Edge heißt, und dann, ja, ja, ja. Genau, das heißt, du musst Edge öffnen und Edge heult dich dann 3 Tage lang zu, dass du doch bitte Edge testen sollst. Ja, absolut, kenne ich. Und ich habe das Gefühl, wenn du Support spielst, bekommst du Watchful Wardstone so vorgeschlagen, wie Microsoft Edge sich selbst vorschlägt. Bitte kauf mich. Kauft jemand Watchful Stone? So Giga Late Game, glaube ich, ja, schon. Oder? Ist doch das mit den Pinkbots gespeichert sind, oder? Ja, um sowas, ja. So Giga Late Game, I think maybe. Aber ich hab's auch, also ich sehe das Item auch nie basic, ja. Das ist übel weird. Das ist doch aktiv Werbung, oder? Die müssen das doch kennzeichnen eigentlich. Shit. Wenn man schwört, darf man nicht lügen. Maxim, ne? Ich schaffe mittlerweile knapp 5 Minuten Plank. Die 50. Bist du stolz auf mich? Plank ist aber irgendwann nicht mehr sinnvoll. Wenn du so 5 Minuten kannst, brauchst du es nicht mehr üben. Dann musst du Gewichte erhöhen oder irgendwas. Sorry. Ich war stolz auf mich oder, und er lobt mich nicht, Chat. Das nennt man Coach. Sollte du jetzt eigentlich so sagen müssen, pädagogisch wertvoll ist, wie, oh, voll stark von dir, mach weiter oder so. Nicht mich direkt flamen. Was ist das denn? Sehe ich auch so. Brand, du musst das aushalten. Also. Du machst das sehr gut, ich bin stolz auf dich, aber danke. Jetzt mach mal ordentlich. Okay. So, pass auf, ich zeig dir jetzt, wie eine Thrash-Performance aussieht. Siehst du das? Und jetzt habe ich ja Ignite drauf gemacht. Oh, der ist größer geworden. So, darf ich den Kill haben? Weiß nicht, ob du schaffst. Ah. Ich hätte nichts mehr gemacht zu dem Zeitpunkt, aber kann ja du. Der Schmerz ist nämlich auszuhalten. Der Schmerz ist sogar angenehm, das ist wie Top-End-Spielen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es genau dein Jam ist. Wie hat mich die geultet? Wird gerade einen Kill bekriegen, weil das Schwein da reingelatscht ist? Moment, ich meine, Ult hat überhaupt keinen Damage gemacht. Die ist nicht rübergebounced, die direkten Ziele. Ich würde mich mega freuen, wenn jetzt einer von euch. Oh, das war ein gutes Stopwatch auf jeden Fall. Kann er meine W-Gale forcen? Ich weiß actually nicht, wie gut das Item ist, aber er kann try. Ich gehe schon mal zu Tolkien. Tolkien hat Probleme? Ja. Wie? Aber er wird gerevenged werden, oder? Bam, verbrannt. Okay, let's go. Okay, ich flash rein. Ist bereit? Okay. Na gut. Ich habe ihn gedodged. Also die Möglichkeit, dass er 1000 Schaden macht, ist schon mal da. $37. Aber leider ist der Account auch zu Master promoted. Ich glaube, ich kann nicht mehr nur mit euch dann. Ich kann einen anderen Account noch. Aber die Gegner waren ja auch alle Diamond jetzt im Flex. Es war aber für dich ja nicht mal spürbar, Maxim. Du hast ja geschrumpft.